haben wir gegessen. Und das war's. Okay. Dann weiter im Wald. Aber es sieht fast so aus, als würde ich es nicht schaffen, alle vier Ebenen zu klären. Dazu müssten wir die... Sind das viele Pferde? Dazu müssten wir die festen Hühnchen, die wir jede Ebene bekommen, zumindest noch ein, zwei davon überhaben, bevor wir die Hölle betreten. Und dem ist einfach nicht der Fall. Also haben wir jetzt entweder tierisch viel Glück oder das wird einfach nichts. So. Wobei, dann haben wir echt ein Problem. Denn es gibt nicht mehr so viel, was wir kaufen können. Oh. Also Angriffskraft haben wir voll. Crit Chance, Crit Damage haben wir voll. Das Einzige, was wir für Krieger noch steigern könnten, wäre die Rüstung. Das aber auch nur um 15 Level. Also 30 Rüstungspunkte. Was nicht so viel ist. Dann noch Unsterblichkeit. Aber das sind nur 15% Chance auf Max Level. Und ist halt eine Variable. Das heißt, man kann damit nicht ordentlich arbeiten. Also ihr wisst, was ich meine. Natürlich kann man Variablen arbeiten, aber nee. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich würde mich gerne darauf vertrauen können, dass das und das passiert. Das geht damit nicht so. Ja. Ja, nö. Da gibt's nichts mehr. Das heißt, es wäre dann einfach nur immer wieder ein Rumprobieren. Nee, das finde ich nicht so toll. Da muss ich mir was überlegen. Weil ich habe nicht wirklich Lust, immer und immer wieder das gleiche zu probieren, bis es dann irgendwann mal durch Zufall, durch die richtige Raumkombination klappt. 100.000 Gold verballern? Nein, das wäre eh nur die Drittel. Aber trotzdem nicht. Aber ja, einfach nur durch Glück das Ganze dann schaffen, fände ich schade. Nope. Das ist ein wenig viel hier unten. Oh, random Hühnchen. Das Spiel will mir was sagen. Noch ein random Hühnchen. Okay. Ich glaube, ich sollte aufhören, schlecht zu reden. Oder so lange weiter schlecht reden, bis ich volle Lebenspunkte habe durch random Hühnchen und dann aufhören, schlecht zu reden. Weil was ich eigentlich sagen wollte, wenn das denn so nicht klappt, mit fast Max-Stats und bester Ausrüstung, was weiß ich, dann mache ich, glaube ich, einen Schlussstrich, beende die Staffel quasi und mache dann irgendwann weiter, wenn ich die Muße dazu habe. Einfach nur auf Glück zu hoffen. Stirb, Plonky. So. Oh, oh, oh. Die Kombination aus... Yeah. Also ja, hat definitiv viel mit Glück zu tun, ob man durchkommt oder nicht. Also was die Raumwahl angeht. Oh, was haben wir hier? Eine stinknormale Kiste. Für die paar Kröten bin ich hier runter. So. Kein random Hühnchen. So, einer ist schon mal weniger. Das ist gut. Au. So. Jetzt haben wir die ganzen Plonkies da. Wir müssen da oben auch weiter, wenn wir weitermachen wollen. Au. Stirb, so. Ein Blonky ist tot. Zwei. Bla. So. Tot. Garstige Ecke. So, Lebenspunkte sind bei 60. Was zur Hölle? Kein einziger Crit. Kaputt. Au. So. Weg, ihr beiden. Müsst noch sterben, damit ich die Lebenspunkte zurückbekomme.
will nichts unversucht lassen, den ganzen Dungeon zu klären. Bam. So, warte mal. Links und rechts. Und wenn es da weitergehen sollte, gehen wir da nicht weiter, sondern machen erstmal da oben das Fitzelchen. Kurz gucken. Clown. Was für ein Clown bist du? 5 Äxte. Oh, da will ich was ausprobieren. Man kann keine Spezialfähigkeiten einsetzen, okay. Das war völlig vermurkst. Jo. Lass mich in Ruhe, Clown. Gib mir das Gold und geh weg. So. Dummer Typ. Ja, aber gut. Es geht hier nicht weiter. Das heißt, wir können jetzt dahin, wo ich eben hingehen wollte, wenn es hier weitergehen sollte. Hütchen. Sehr schön. Nämlich hier. Alle Gegner besiegen und ich sehe jetzt schon Knochen fliegen. Nummer 1. Wow. Das sind sehr viele davon. Genau. Wow. Da bleibe ich einfach mal stehen. Das ist dezent übertrieben, oder? So, die dürfen jetzt alle sterben, damit ich Lebenspunkte bekomme. Tun sie nur irgendwie nicht. Wow. Fast hätte ich es geschafft. Und schon wieder Gegner besiegen. Oh, das geht sogar. Sehr gut. Mana. Hops. Hops. Aha. Also einmal muss man das... Da. Au. Ich werde es nie lernen. Aber gerade als Basketballspieler mit den Stacheln ist ein bisschen doof. So, wir müssen jetzt runter. Wir müssen links und dann... Was war das gerade? Achso, du warst ein dober Stachel. Geh weg. Da kam irgendwie ein Pferd angloppiert oder so. Hops, hops. So, runter, rechts. Wölfe. So. Gib mir random Hühnchen. Nein. Oh, Lebenspunkte. Springt in die Stacheln. Springt in mein Schwert. Au. Dabei. Sehr schön. Jetzt nur noch du. Nicht jetzt mir Schaden machen. So. Nein. Aber einen konnte ich umbringen, ohne dass er mir Schaden gemacht hat. 140.000. Boah. Wie gesagt, Gold ist langsam nicht mehr ganz so wichtig. Wenn wir bald alle Upgrades haben. Hier. Yeah. Irgendwo ein Secret im Boden? Nö. Okay, also gleich wieder. Hallo? Gleich wieder raus hier. Dann nach rechts und gleich wieder runter. Hallo? Oh, Magier. Darüber. Zing. Oh, Boss. Ich glaube, ich lasse mal den Waldboss-Hühnchen-Statuen-Ding jetzt einfach stehen. In der Hoffnung, dass wir so genug Random-Hühnchen bekommen. Aber Mana nehme ich mit. So, jetzt fehlt noch hier rechts. So. Okay, lassen wir es so bestehen.
Hier war noch ein Schädel. Der ist noch einigermaßen einfach. Genau. Das sind hier alles Lebenspunkte und so. Kaputt. So. Langsam dürfte der Wald auch durch sein. Um nicht zu sagen, jetzt schon. Jo, sehr schön. Das heißt, Maya und Hölle noch. Und wir haben Wald, Boss, Hühnchen, Statue noch über. Ist machbar. Ist machbar soweit. Oh ja, gucken wir erstmal, wie die Hölle uns willkommen heißt. Runter, 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 runter. Ja, den Boss müssen wir noch machen. Das ist der Schleimboss. Oh. Nicht schön. Stirb einfach. Die Hölle heißt uns nicht wirklich willkommen. Die schmeißt uns mit Geschossen zu wie nichts Gutes. Komm schon. So. Wir müssen da irgendwann lang. Okay. Oh. So. Was ist hier oben? So, nur ein Zugang für Zwerge. Ja, das könnte Lebenspunkte geben. Bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen. Nicht von den Schneebären getroffen werden. In der Hölle. Das ist eh ein komisches Konzept, aber gut, ignorieren wir mal. Au. Nicht die Füße von Riesenrittern berühren. So, das hat gerade ein bisschen Mana gekostet. Ah, das war's mir wert. Wir haben nämlich nur noch 160 Lebenspunkte. Oh. Okay. 260 Lebenspunkte. 270 Lebenspunkte. Feuer weg. Feuer weg. So. Oh. Oh. Da geht's eigentlich nur zurück zu dem. Wo hatten wir nochmal Hühnchen über? Waldboss, ne? Ja. Ich nehme auch mit. So, Waldboss. Da. Zing. Ah, Maya fehlt noch ganz. Das wird haarig. Oh, zur Hölle spawne ich direkt in so einem Ding drin. Was war das für ein Geräusch? Aber ich mag den Raum jetzt schon nicht. Ich guck mal, ob ich da irgendwie drumherum gehen kann. Ja, das ist doch schon besser. Ein leerer Raum mit einem random Hühnchen. Ich bin in die Scharren geschubst. Au. Können wir dich hier treffen? Nein. Aber wir können das machen. Ich will ja noch haben. Und ja, Gold ist nicht mehr so wichtig und so, aber so ein paar Reflexe kann man sich nicht so wirklich abgewöhnen. So. Und ja, damit hätten wir den nervigen Raum umgangen. Zielt also das erfüllt. Mir geht es ja darum, die ganze Karte aufzudecken. Ich habe nie was davon gesagt, dass ich jeden Raum auf töten will, also den Gegnern befreien. Alles Auslegungssache.
Und ich mache es jetzt mal so, weil sonst wäre das echt zu... Oh, kacke. Schwer. Da. 500 Lebenspunkte. Wow. Von 21 Leben? Hm. Nein, 94 Lebenspunkte. Ich krieg 127 Schaden pro Treffer. Das heißt, ich muss 10 Gegner umbringen, um einen Treffer auszugleichen. Das ist übel. Also nicht 10, sondern 9 oder so, aber trotzdem. Ist echt krass geworden inzwischen. So. Ja, weiter. Oh, das ist eine Kiste. Magic Damage. Ja, praktisch. Und unten geht's weiter. Gucken wir erstmal hier. Bye bye. Ich werde dich jetzt messern. Tut mir leid, aber bei dir passiert zu häufig irgendwas Dummes. Au. Ja, genau bei dir. So. Oh, wir nehmen uns jetzt 200.000. Und ich habe ein random Hühnchen gesehen. Jo. Kaputt. Komm schon. Dem letzten doofen Schwerthieb. 3, 2, 1 Lebenspunkte. Kein gutes Gefühl. Echt kein gutes Gefühl. Inzwischen. Am Anfang sah es echt gut aus. Und es ist auch gut. Ich meine, wir haben gleich 200.000 Gold gemacht. Au. Also 200.000 Gold gemacht und... fast 3 Ebenen geklärt. Also in Ordnung. Ja, jetzt müssen wir zurück. Was okay ist. Karte sagt, wir müssen ganz schön lange laufen. Hier unten hätten noch Gegner, wo wir Lebenspunkte bekommen könnten. Wo wir aber auch Lebenspunkte verlieren könnten. Das Letztere ist eher wahrscheinlich. Also, ah. Da ist auch ein cheatende Magier und, nee, komm, weg. Wirst du wohl mal. So. 50 Lebenspunkte von 1305. Jetzt heißt es einen ehrenhaften Tod finden. Und wo findet ein Barbar einen ehrenhaften Tod? Beim Boss. So. Einen Treffer können wir aushalten. Gucken wir mal. Blub, 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 blub. So. Gib mir mal ein Hühnchen. So, das waren mal eben Lebenspunkte. Oh. Und das war sein Ende. Begrabe mich mit meinem Geld. Das kannst du vergessen. Das kannst du absolut vergessen. Es waren sehr viele Gegner. So, wir haben jetzt 200.000 Gold. Wir haben noch 10 Upgrades bei Lebenspunkten und noch recht viel bei Rüstung. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es noch sehr viel bringen wird. Dementsprechend, da ich auch ehrlich gesagt ein bisschen ausgepowert bin von dem Spiel, sage ich jetzt offiziell, dass es das Ende der... Welche Staffel sind wir jetzt überhaupt schon? Mit den New Game Plus Plussen und dem Restart und was weiß ich. Ja, egal, welche Staffel es ist. Die Staffel ist erstmal beendet. Ich werde ein wenig Luft holen, werde mich meinen anderen Projekten widmen. Und dann, wenn es mich zwischendurch in den Fingern juckt, werde ich zwischendurch das Spiel ja wieder ausgraben.
Weil dafür ist es echt perfekt. Mal so kurz ein Leben spielen, das teilweise nur 3 Minuten dauert und dann kann man wieder was anderes machen. Also ja, mir hat es bisher tierisch Spaß gemacht. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Mit den 3 Folgen am Tag und zwischendurch mal 10 Folgen am Tag und was weiß ich. Aber jetzt ist langsam erstmal genug. Meine Daumen brauchen Erholung. Ich brauche wieder eine Maus in der Hand. Obwohl. Mir fällt da gerade noch so ein anderes Spiel ein, was ein Controller bräuchte. Worauf ich sogar Bock hätte. Ja, vielleicht sehen wir uns demnächst bei einem gewissen Spelunky-Spiel wieder. Oder halt in ein paar Tagen, Wochen, Monaten hier weiter mit der nächsten Staffel. Also dann, bis die Tage.